was ihnen sicher aufgefallen ist oder was sie vielleicht auf der Homepage gelesen haben, der Sebastian Dawe hat die Savings verloren. Der Sebastian Dawe ist, wir haben Freude gehabt an ihm hier in den im Biersfelde immer, weil er natürlich, ich sage jetzt einmal so, so haben wir jetzt. Aber er tippelt hier führen. Wahrscheinlich ist. Da haben wir jetzt. Da haben wir jetzt. Und ein Dreier von Devin Cooper. Das Spiel gegen Führer ist jetzt ein bisschen besser gegangen, weil vor allem der Cooper dort den Ball schneller gegeben hat. Jetzt, jawohl, der Johnson. Da hat es jetzt auch wieder einen Rebound gegeben, schnelle Pass. Wenn es die Pass gibt. Und jetzt haben wir da, wow. Schneller reagieren. Da haben wir jetzt den Said Weibel. Der muss natürlich reingehen. Die Ball müssen rein, wenn man als Junge. Wenn man als Junge. Ich tue mich verabschieden. Jetzt haben wir dann Halbzeitpause in rund 10 Sekunden. Wenn ein Team wie NIO so ein Defense spielt, dass sie immer doppeln, wenn. Das ist natürlich, das darf nicht passieren. Da haben wir jetzt neben dem anderen, den wir bis jetzt gesehen haben, am Anfang vom dritten Viertel noch nicht wirklich eine Glanzleistung von den Starwings gesehen. Führt dazu, dass der Gegner jetzt einen Punkt nach dem anderen macht, dass er nicht zum Korb kommt. Jetzt hier auch wieder ein Fehler von der Defense. Der Branislav Kostic ist zu spät gewesen. Das ist ein unglückliches Foul. Aber als Wiedergutmachung, wo hier der Rebound geholt hat, aber der Ball eher zufällig zwischen die Hände kommt. Da sind sie jetzt wieder bereits am Doppeln. Da hat er wieder den Ball verheddert. Es bleibt wirklich einmal zu wünschen. Und der Dennis Fasnacht. Oder faulen oder nicht, wieder der Ball vertrippelt, anstatt im richtigen Moment der Ball geht. Das ist unmöglich, weil die können noch ein bisschen reduziert werden. Ab und zu ist es nötig, ab und zu ist es nicht nötig. Meine Damen und Herren, das Spiel ist vorbei. Die Starwings gewinnen heim gegen im Moment die viertklassierte Mannschaft.